Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Faltstempel aktuell. In Zusammenarbeit mit dem Bundforum möchte ich euch auf den derzeit häufig auftretenden Faltstempel Raststadt C mit der Postleitzahl 755 hinweisen. Dieser Stempel befindet sich nach aktuellem Kenntnisstand in Privathand und wird zum Schaden der Sammler nachverwendet. Und genau diese Stempelabschläge schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Den hier abgebildeten Stempel Raststadt C mit der Postleitzahl 755 kann es mit dem Abdruck aus dem Jahre 1961 niemals in echt auf einer Briefmarke geben. Denn dieser Stempel wurde tatsächlich erst Anfang 1963 im Rahmen der bundesweiten Einführung des neuen Postleitzahlsystems in Gebrauch genommen. Aktuell befindet sich dieser Stempel in Privathand und wird zum Schaden der Sammler nachverwendet. Bei der Nachverwendung auch ersichtlich, alle Nachverwendungen tragen das Datum 17.12.1961. Auch in diesem Beispiel den 17.12.1961 und wie auch schon zuvor auch hier wieder das Datum 17.12.1961. Weiterhin, wenn ihr den Stempel betrachtet, einmal wurde er abgeschlagen mit der Uhrzeit 16 Uhr und dann wiederum mit der Uhrzeit 15 Uhr. Bei einer echten Abstempelung dieser Marken würden diese sicherlich nicht verschiedene Uhrzeiten tragen. Nach aktuellem Kenntnisstand des Bundforums befindet sich dieser Poststempel seit Mitte der 80er Jahre in Privathand. Wie ihr also sehen konntet, wurden die Fälschungen mit Hilfe sogar eines echten Poststempels angefertigt, einer Nachverwendung. Ich werde euch jetzt dann auch unterhalb des Videos in den Quellenangaben dann nochmal eine Quelle angeben, wo ihr dann auch mal nachschauen könnt, welche Poststempel, die bekannt sind, sich in Privathand befinden. Aus diesem Grund immer Augen auf beim Markenkauf, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss!